Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Köln, so, ne? Da gibt es Leute, die stellen nur doofe Fragen, die ganze Zeit. Immer. Weil sie ablenken wollen, dass sie einfach so voll die hohlen Fritten sind, so. Weißt du was, Schweine? Weil die so hell sind wie ein Tunnel. Weißt du was, Schweine? Solche. Die sind auf jeden Fall dran, gerade die Kandidaten, wenn ihr alle, selbst wenn ihr im Büro arbeitet, ihr habt eine halbe Stunde Zeit, geht in der Stadt, wollt mal schnell bei Super Salad. Super Salad, auch so ein Laden. Weißt du, und du siehst schon, einer guckt die ganze Zeit in den Ding rein und ist dann dran. Und so, ne? Und die Sandwich-Designerinnen hinter der Theke, die müssen ja immer nett sein, so, ne? Hallo, herzlich willkommen bei Subway. Unterton so, arme Nacke, Junge. Weißt du so, zu Recht, weil sie unterbezahlt sind, so, ne, die Arschlöcher. So, pass auf, dann kann ich euch helfen. Und dann erste doofe Frage, was, oh, sind wir dran? Aus der Schlange schon einer, ne, war so richtig, richtig Düsseldorf, war mal Köln irgendwie da so. Ne, man ist nicht dran, wenn man als erst an der Theke steht, du hole Fritte, du. Du Dreckel im Wasserkorb, du Brotbügel, sie sehe ich. Ich übersetze. Du dreckiger Wasserkopf, du Brotbeutelgesicht. Muss man ja, man weiß es nicht. Sind ja Hipster da, so, pass auf. So, pass auf. Dann, das Schlimmste, aber für mich das Allerschlimmste ist, wenn ihr, kennt ihr das, boah, das kennt ihr auch, ich schwöre, ihr kennt das. Man steht in der Schlange und das sind schon die, die immer das Handy gucken. Die sind in dem Laden, auch in der Bäckerei oder was weiß ich. Der Laden ist voll, alle haben nur 10 Minuten Pause. Ich übertreibe nicht, jetzt werde ich aggressiv. Die fragt so, was kann ich denn für euch tun? Arme Nacke, Junge. So, und der Kopf geht hoch. Moment mal, ich muss erst mal gucken. Was haben Sie denn? Ey, aus der Schlange so. Ey, willst du mich verarschen? Subway! Ich meine, Subway, was haben die wohl bei Subway? Was war zuerst da, die Bibel oder Subway? Man weiß es nicht. Das ist Allgemeinbildung. Das Ding sieht von außen schon aus wie so ein Baguette. Du stellst dich rein, hinter der Theke ist eine Werbung mit einem 9-Meter-Baguette mit einer Wurst, die ich noch nie gesehen habe. Was haben die wohl? Da sitzen 9 Leute, haben alle ein Baguette in der Fresse. Was werden die wohl haben? Subway, man kriegt wahrscheinlich eine Straßenbahn da. Man weiß es nicht. Meine Fresse, so, ne? Die Schlange war über 2 Landesgrenzen mittlerweile, so, ne? Aber unsere Sandwich-Designerin ist cool geblieben. Was haben Sie denn? Die so, weil die kennt das wahrscheinlich, weil Düsseldorf, Hipster, gar kein Problem. Italian Salami, Turkey Chicken Fajita, Tuna Turkey, Ham Chicken Breast, Barbecue Rib Chicken, Teriyaki, Philly Beef and Cheese and Veggie Delight. Arme Nocky. So ist es. Der Typ so völlig überfordert, weil er wollte ja Zeit gewinnen. Warten Sie, ich habe akrobatisch nicht richtig verstanden hier. Bitte was? Kein Problem. Italian Salami, Turkey Chicken Fajita, Tuna Turkey, Ham Chicken Breast, Barbecue Rib Chicken, Teriyaki, Philly Beef and Cheese and Veggie Delight. Der Typ wieder, doofe Frage. Ich hasse es, wenn einer da doofe Fragen stellt. Der so, Veggie, ist das vegetarisch? Ja, aber jetzt die ganze Schlange. Leck mich doch, du Blödmann! Einer direkt wieder, nein, ey, bei Subway ist Veggie Live-Schlachtung, du Otto. Ist bekannt, oder? Bei Subway haben die jetzt hinten so eine kleine Wiese und so, da sind kleine Welpen, die werden rausgebracht, die werden live geschlachtet, ey. Schau am Arsch, ey. Hat ja, du kommst auf Latterhose, hat das natürlich nicht interessiert, ignoriere dich. Ist dem scheißegal gewesen, ist dem scheißegal gewesen, so, ne? Ich hab nur, ich, wie gesagt, ich hasse es, wenn du, Larissa, das Mädchen ist auch Weltmeisterin darin, wirklich Weltmeisterin, in doofe Fragen stellen. So, ne? Ich stehe am Aufzug fest und mit dem Aufzug. Nein, ich warte, dass die dritte Etage zu mir kommt. Was willst du von mir? Kennt ihr, ne? Die kommt nach Hause, ich sitze auf dem Sofa. Bist du schon zu Hause? Nein. Ich bin Bibi und Tina auf Amadeus. Was willst du von mir? Oder Spezialistin dafür. Larissa guckt ja immer, wo mein Baustelle ist. Die weiß dann, gut, dann sind die Lidl oder ein Penny oder was weiß ich. Dann weiß die, 12.30 Uhr bin ich im Lidl oder so. Dann bin ich da, bin ich Mittagspause. Machen wir alle. Wir ran ins ganze Bauarbeiter. Wir lieben das, ne? Und dann weiß ich ganz genau, ich bin drin, kriege ich einen Anruf so. Was? Hast du Pause? Nein, ich gehe während der Arbeitszeit immer ein Handy, du doof. So, ne? Erste doofe Frage. Wo bist du? Ich so, Aldi. Einkaufen? Nein, ich ziehe hier beim Einkaufswagen die Winterreifen drauf, weißt du? Diese doofen Fragen, ich krieg das so viel. Da, weil die eine Kleinigkeit mitbringen, ihr kennt das ja, ne, Jungs? Kleinigkeit mitbringen, da kriegst du eine WhatsApp. Ich wusste nicht, dass WhatsApp von der Wörter begrenzt ist.
Auch nicht in der normalen hier, so was ich nicht, das, 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 Klopapier, bla bla. Nein, immer in so einem Fließtext. Du, wie du weißt, will ich für die Nachbarin einen Kuchen machen, von dem du aber nichts abkriegst. Deswegen brauchen wir Butter. Und deswegen werden wir alle Kinder und die Butter brauche ich schon mal nicht. Okay, bringe ich die wieder. Die Jungs laufen alle nur mit dem Handy so rum und suchen die Sachen so zusammen. Und dann sind da so Sachen dabei wie, bringst du mir so Sellerie? Was ist das? Ich dachte, das wäre eine Serie bei Netflix gewesen. Ich war direkt am Google. Oder so, ne? Oder Kapern. Kapern. Ich dachte, das ist eine Stadt in Italien. Was soll ich? Ich meine, wir Jungs sind ja nicht doof. So. Ich bin dann da zu der Lidl-Verkäuferin. Die waren am Einräumen. Immer den Trick Nummer 1. Ja, ich bin hier fremd und so. Ich bin in dem Lidl nicht. Wo haben Sie den Kapern? Ich bin bestimmt dreimal dran vorbei. Die so, ja, kein Problem. Direkt neben dem Passinacken. Ihr wisst, was ich meine. Letztes Mal habe ich die aber geflaxt und so. Ne? Die ist ja auch immer pissed, weil ich das Falsche mitbringe. Sagt die, was hast du hier mitgebracht? So, warum hast du 8 Brote gekauft? Ich so, ja, hast du geschrieben. Nein! Ich sag, doch. Und die falschen Tomaten auch und so, ne? Du, ich wollte deutsche Tomaten, was spanische mitgebracht. Ich so, was willst du dich mit denen unterhalten oder was ist los? So geht das die ganze Zeit und so, ne? Ehrlich und so, ne? Und sagt die, ja, was soll ich denn mit Kartoffelpüree? Ich so, hast du geschrieben hier Püree? Warum hast du nicht mal Kartoffeln? Ich sag, nee, da steht Porree. So geht das die ganze Zeit. So, pass auf, letztes Mal hab ich die geflaxt. Die so, warum hast du 8 Brote mitgebracht? Ja, hast du geschrieben, Fräulein. Guck mal hier, lies selber. So, hä? Ja, du hast gesagt, bring Brot mit, wenn sie Eier haben, 8 Stück. Muss doch drüber nachdenken. Lisa hat mir vorher gesagt, erzähl dir nicht, der ist scheiße. Okay, du hast recht gehabt.